Herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute mache ich für euch Hähnchenbrust mit Knoblauch, Zitronen, Rosmarin, Marinade. Ja, das sieht alles schon sehr viel aus, was ich hier für euch geschnippelt habe. Wird aber sehr, sehr lecker. Es ist ein One-Pot-Gericht. Das heißt, wir machen die Beilagen, das Gemüse, das Fleisch, die Marinade, den kompletten Kram. Alles hier nur in unserem Wunderkessel mit dem Varoma-Aufsatz. Aber dazu kommen wir gleich. Das erste, was wir jetzt machen, ist die Marinade. Und dafür brauchen wir erstmal den Knoblauch. Drei Zehen Knoblauch. Dann Rosmarin, das ist jede Menge Rosmarin, die wir dafür brauchen, aber da wir keine Soße an das Hähnchen nachher dran machen, kann die Marinade ruhig sehr geschmacksintensiv sein. Das sind drei Stängel, etwas kräftigere Stängel, beziehungsweise nur die Nadeln davon. Boah, riecht schon echt nach Rosmarin ohne Ende. Getrocknete Tomaten sind etwa 70, 80 Gramm, da könnt ihr ein bisschen variieren auch. Dann 100 Gramm Wasser und ein guter Teelöffel hier von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Zitronensaft dazu, 3 Esslöffel und Öl, 2 Esslöffel. Na, geh auf. Ich nehme dazu Olivenöl. Ein bisschen Salz und Pfeffer, etwa einen Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel Pfeffer. Und das Ganze, da ist noch ein bisschen Öl dran, zerkleinern wir jetzt etwa 6-7 Sekunden auf Stufe 10, bis wir so eine richtig schöne Soßenmasse haben. Ich fange mal mit 6 Sekunden an, Stufe 10. Das wird laut. So, na, da sind noch so ein paar Rosmarinzweige, die sich jetzt da oben quasi angesetzt haben, aber es sind wirklich nicht viele, so 2-3, das ist auch nicht schlimm. Jetzt haben wir eine schöne Marinade für unser Hähnchen. Das machen wir jetzt in eine Schüssel und da kommen die 600 Gramm Hähnchenbrustfilet, die ich jetzt hier schon in mundgerechte Stücke gewürfelt habe dazu und dann wird das Ganze vermischt. Ich mache jetzt erst die Soße rein, dann mache ich den ganzen anderen Kram rein, damit ich euch auch zeigen kann, was da jetzt alles mariniert wird. In diese Marinade kommen jetzt, wie gesagt, 600 Gramm Hähnchenbrustfilet in mundgerechte Stücke. Dann habe ich eine Zwiebel, die habe ich hier so in Streifen geschnitten. Das ist leider auch was, was der Kessel nicht kann, das muss er selber machen. Eine Zucchini ebenfalls in halbe Scheiben geschnitten und 2 Paprika. Da habe ich eine rote, eine gelbe. Mag ich lieber als die grünen. Bei grünen Paprika, wenn die gekocht sind, ich weiß nicht, das ist nicht so mein Ding. Das Ganze wird jetzt vermischt und dann lässt man das kurz ziehen. Also mischen wir das jetzt einfach mit 2 Löffeln. Wie gesagt, bis die Marinade möglichst an allem dran ist und dann lassen wir das ja, so ein paar Minuten ziehen. In dieser Zeit, während das zieht, könnt ihr die Kartoffeln schälen. Das sind 400 Gramm Kartoffeln, die schält ihr und schneidet die ebenfalls in Würfel und macht sie anschließend in den Gareinsatz. Da ich das schon gemacht habe, vermenge ich das jetzt hier nur noch und mache mir eine neue Tasse Tee und dann ist das auch schön gezogen hier. Wie gesagt, Kartoffeln im Gareinsatz in den Kessel. Ich habe den jetzt nicht sauber gemacht, ihr könnt den natürlich ausspülen, aber da ja jetzt auch noch ein Esslöffel von dem Suppengrundstock reinkommt und auch Wasser reinkommt und das Ganze ja kocht, das gibt ja auch nochmal Aroma. Jetzt mache ich aber nicht den Fehler, den ich letztes Mal gemacht habe. Ich mache jetzt erst den Suppengrundstock rein, schönen Esslöffel und dann das Wasser hier in den Kessel. Das sind 800 Milliliter gewesen. So, das Ganze hier drauf. Und weil hier oben und an den Seiten auch noch ein bisschen was von dieser Marinade festhängt, spüle ich das jetzt einmal durch hier auf Stufe 10. So, jetzt ist das nämlich alles runter und dann kriegen die Kartoffeln nämlich auch noch ein bisschen von dem Aroma ab. So, unser Fleisch, Gemüse ist jetzt
ein bisschen gezogen. Wie gesagt, so etwa 4 bis 5 Minuten solltet ihr das stehen lassen. Und das wird jetzt hier im Varoma und im Einlegeboden verteilt. Ne? Varoma so, dass natürlich noch ein bisschen Luft durchkommt oder Dampf nachher durchkommt. Und dann schön den Rest hier auf dem Einlegeboden verteilen. Das mache ich jetzt mal. So, ihr seht, das ist eine Menge Material, was wir da drin haben. Das kommt jetzt hier auf unseren Kessel drauf, Deckel drauf und dann 25 Minuten in der Varoma-Stufe, auf Stufe 1. Und dann schauen wir mal, wie es wird. One Pot heißt, wenn es fertig ist, ist es fertig. Ich bin sehr gespannt. Riechen tut es fantastisch, stark nach Rosmarin natürlich. Ich lasse mich überraschen. Bis gleich. So, damit ist unsere 25-minütige Varoma-Zeit abgelaufen. Ich schaue jetzt mal, ob das denn alles schon gar ist. Ansonsten müssten wir wirklich mal noch 2-3 Minuten drauf geben. Also es riecht absolut, nö, das ist gar. Und super gut. Unten auch alles durch. Die Zucchini. Haben noch Biss. Herrlich. Kartoffeln sind eh durch. Super. Ich rieche das jetzt mal am Teller an hier. Ich könnte das gerade aus dem Varoma essen. Das ist wirklich total lecker. Aber ich zeige euch mal, wie es dann im Kompletten aussieht. Das Fleisch ist wirklich mega zart. Ich bin begeistert. Ich finde es gut. Also anrichten, essen, fertig. So, ich habe ja jetzt schon aus dem Topf mal probiert und ich kann euch da jetzt gar nicht mehr viel mehr zu sagen, als dass es wirklich super schmeckt. Die Paprika, die haben echt noch Biss und auch die Zucchini. Was ich ja immer schwierig finde, manchmal, wenn das Gemüse zu verkocht ist und zu weich ist. Also ich mag das gerne, wenn das noch ein bisschen Biss hat. Die haben auch das Aroma von der Marinade wunderbar mit angenommen. Das Fleisch ist vorzüglich, wirklich butterzart und man braucht auch keine Soße dafür. Durch diese Marinade ist es halt echt lecker. Ja, ich bekäme Ärger zu Hause, wenn ich mit vollem Mund gesprochen habe. Bei den Kartoffeln. Bin ich ehrlich, hätte vielleicht festkochende nehmen sollen. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ich habe die genommen, die wir haben. Die sind jetzt vielleicht ein bisschen weich, so für meinen Geschmack. Vielleicht hätte man es auch einfach ein Stückchen größer schneiden können. Aber geschmacklich, geschmacklich einwandfrei. Aber das Fleisch ist halt der Oberklopper. Ich mag das total. Von mir gibt es einen Daumen nach oben für das Zitronenhähnchen. Absolut schmackhaft. Ich denke wirklich auch sowas für den Frühling. Ja, im Frühling kann man das wunderbar machen. Aber das ganze Jahr über kriegst du natürlich auch diese Sachen. Aber das ist, denke ich, auch gerade so mit dem frischen Rosmarin ein typisches Frühlingsgericht. Ich hoffe, euch schmeckt es auch. Wenn ihr das zu Hause nachkocht, dann gebt mir Bescheid. Gerne kommentieren hier unter dem Video. Wenn euch es gefallen hat, Daumen nach oben. Freue ich mich auch drüber. Und natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert. Denn hier und nur hier bekommt ihr die besten Rezepte aus dem grandiosen Wunderkesselforum. Ich freue mich, von euch zu hören, von euch zu lesen. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.